Herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Und zwar geht es heute um die brandneue Zeitschrift Traumflieger Makrowelt Ausgabe Nummer 9. Jenseits von 1:1, das Titelthema, und mein Co-Autor und Kollege Olaf Krasmann, du bist ja auch der Verursacher und Fotograf von diesem Cover, und da gehen wir dann auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber wir haben ja so eine Rubrik, wie ist das Titelbild entstanden? Olaf, die hast du ja verfasst, du hast ja ein bisschen erzählt, wie das Titelbild entstanden ist, wie hast du es gemacht? Ja, das ist an einem festen Repro-Stativ entstanden, fester Aufbau, und die Mohnsamen waren so flach auf so eine kleine Plastikglasplatte verstreut, und dann habe ich da halt ein Fokus-Stacking gemacht, allerdings mit einem Motorschlitten auch und mit einem manuellen Objektiv, also kein kamerainternes. Okay, also das ist mit einem Repro-Stativ elektrifizierter Makroschlitten, extrem vergrößert, Mohnsamen, wie man sie auf einem Frühstücksbrötchen vielleicht findet, Mohnbrötchen. Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, kann man also auch solche Aufnahmen durchführen. Da zeigen wir, wie es geht. Ja, Titelthema hier von dieser Ausgabe, Jenseits von 1:1. Olaf, was meinen wir mit Jenseits von 1:1? Ja, dass wir diesen klassischen Abbildungsmaßstab, den man halt von normalen Makroobjektiven, handelsüblichen Makroobjektiven kennt, hinter uns lassen und größere Abbildungsmaßstäbe erreichen. Und da haben wir dann ganz viele Techniken, die wir vergleichen, wie wir das eben erreichen, mit was für Objektiven, mit was für Zusätzen und so weiter. Ja, da kommen wir gleich noch zu, aber das ist unser Aufmacherthema. Aber wir haben natürlich wie immer auch Kameras getestet. Und zwar hier in dieser Ausgabe stellen wir vor von Olympus die OMD EM1X. Ja, das ist der letzte große Bolide, ein Flaggschiff von Olympus. Nicht ganz billig, fast untypisch, UVP um 3000 Euro für eine Micro Four Thirds Kamera, also Micro Four Thirds spiegellos. Wir haben das ja schon vielfach berichtet, und ich bin ein Freund und Fan der Olympus OMD EM1 Mark II. Das ist meine Brot- und Butterkamera für die Makrofotografie, gerne auch fürs Stacken, und die begeistert mich auch nach wie vor, mit der bin ich auch sehr zufrieden. Olaf, du bist ja auch Makro-Spezi und nutzt ja auch gerne diese Schärfenreihen, automatische Schärfenreihenfunktion, Focus Bracketing genannt. Womit bist du am liebsten unterwegs? Also ich bin im Moment mit Panasonic, der GH5, unterwegs. Ob ich damit am liebsten unterwegs bin, ich komme damit sehr gut klar. Es ist eine sehr gute Lösung. Mir fehlt jetzt zu dir etwas Geschwindigkeit. Das wurmt mich ein bisschen. Also, wir sind durchaus Micro Four Thirds Freunde. Nicht ausschließlich, aber auch sehr gerne damit unterwegs. Und jetzt haben wir hier ein neues Flaggschiff von Olympus, und ja, kann die auch Focus Bracketing, also kamerainterne automatische Schärfenreihe? Jawohl, das kann sie, und zwar in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Die kann natürlich noch ein bisschen mehr. Sie hat wieder einen 20 Megapixel Sensor. Ist der vielleicht sogar noch besser als das, was wir bisher hatten? Also, die hat natürlich noch viele weitere Funktionen. Eingebauten Handgriff, also mit einem zweiten Akku, sehr viel Power. Und ja, ein richtig sattes Gerät mit Joystick und ja, auch als im Hochformat nutzbar. Also, da greift Olympus so ein bisschen in die höheren Gefilde, wie man das von Action- und Sportkameras vielleicht kennt, zumindest vom äußeren Auftritt mit eingebauten Hochformatauslöser. Man kennt das ja von 1DX, 1DX Mark II von Canon, und Nikon hat ja auch solche Modelle, Nikon D4, D5, da haben wir ja auch diese reinrassigen Sportkameras, Sport- und Actionkameras, und Olympus geht auch in diese Richtung mit eingebauten Hochformatauslöser. Und greift ja auch vom Preis ein bisschen nach den Sternen, 3000 Euro. Das ist mit Abstand die teuerste und höchste Preisklasse im Micro Four Thirds Bereich. Ja, wie gut ist sie? Sind wir begeistert? Wird es vielleicht mal eine neue Makro-Referenz? All das hier
dann in der Ausgabe Nummer 9, da erfahren Sie dann mehr. Und dann geht's auch weiter mit einem Natur-Makro-Thema, nämlich mit Wasserkugelspringer, Olaf Wasserkugelspringer. Was sind das für Viecher? Wo findet man die? Die hast du ja auch schon vielfach fotografiert. Ja, das sind winzige Urinsekten, gibt's schon sehr lange, gehören zu den Springschwänzen, sind auch manchmal mit anderen Springschwänzen anzutreffen in so einer bunten Mischung auf dem Wasser. Das ist dann besonders ja ein schönes Motiv. Also die sind so klein, dass man oft eher so eine Gruppenaufnahme macht. Wir haben es ja auch gezeigt, wie man ein Einzelporträt macht. Das ist aber wirklich ein irrer Aufwand. Und es ist dann wie so eine Herde von kleinen Viechern auf dem Wasser, auf der Wasseroberfläche. Das ist einfach eine malerische Szene. Nicht so ganz detailverliebt, wenn wir ein großes Insekt machen, aber sehr spannend. Ja, kleine Mini-Springspänze, virtueller Staub. Man kann das eigentlich so mit bloßem Auge nicht als Lebewesen erkennen. Und sie sind doch häufiger anzutreffen, als man vielleicht meint, wenn man dann vielleicht an so einem Tümpel oder einer Pfütze oder irgendeinem Teich sich aufhält und vielleicht guckt, welche Motive kann man fotografieren. Dann braucht man, wenn man nicht sehr erfahren ist, am besten, ja, was nutzen wir, Olaf, als optisches Hilfsmittel? Ja, da sind wir dann genau beim Thema der Zeitung, denn wir kommen mit 1:1 eigentlich nicht mehr aus. Wir haben Lupenobjektive oder wir haben eben Zwischenringe und Nahlinse. Also nur mit 1:1 bleiben das relativ kleine Staubkörner immer noch, weil die wirklich winzig sind. Ja, und um sie zu erkennen, nutzen wir auch gerne so ein Makrofernglas, ne? So ein Pentax Papio, genau, zum Gucken. Aber man kann das natürlich auch durch einen Sucher der Kamera oder im Live-Bild. Dann braucht man spätestens dann, aber natürlich für die Aufnahme auch diese hohe Vergrößerung ist empfehlenswert. Wir zeigen hier auch, wie die Unterschiede aussehen. Also wenn man ein typisches 1:1 Makroobjektiv nutzt, habe ich auch gemacht. Dann sind die Ergebnisse, Olaf hat es gerade gesagt, man kann das durch Gruppenporträts machen. Das kann auch gut aussehen und spannende Szenen ergeben. Aber wenn man jetzt mal ein paar Details herausarbeiten möchte, dann reicht das nicht mehr. Dann kann man sich natürlich behelfen und dann ja mit Zwischenring, Nahlinsen, Lupenobjektiv, Mikroskopobjektiv arbeiten. Das impliziert dann natürlich gewisse Dinge, wenn man jetzt kamerainterne Schärfenreihen nutzen will und man hat jetzt manuelle Lösungen, dann funktioniert diese interne Schärfenreihe nicht mehr. Dann kann man natürlich auf andere Lösungen, wie zum Beispiel einen elektrifizierten Makroschlitten zurückgreifen. Und ja, dann, wenn das Licht knapp wird, dann geht es natürlich auch darum, dass man genügend Licht, Kunstlicht, dann noch ergänzend einsetzt und da zeigen wir auch Lösungen. Und ja, ich habe dann auch mit einem Mikroskopobjektiv einen Wasserkugelspringer aufgenommen und da zeigen wir auch den Vergleich, wie das dann ausfällt, wenn man ein klassisches Makroobjektiv nimmt. Und ja, mir ist das erfreulicherweise einmal mit sehr hohem Aufwand gelungen, mit elektrifizierten Makroschlitten und zehnfach Lupen bzw. Mikroskopobjektiv da einen Wasserkugelspringer einzufangen und das Ergebnis, das können Sie hier in der Ausgabe Nummer 9 dann sehen. Dann kommen wir zu einem weiteren Kameratest hier in der Traumflieger Makrowelt Ausgabe Nummer 9, nämlich zur Canon EOS RP. EOS RP ist besonders spannend, das ist bei Canon das zweite Vollformat, Kleinbild-Vollformat Modell nach der EOS R. Kam relativ flott danach die EOS RP. EOS R ist ja im letzten Herbst rausgekommen. Kleinbild-Vollformat, 30 Megapixel, spiegellos, so ähnlich wie eine EOS 5D Mark IV, nur eben spiegellos. Hat noch ein paar Besonderheiten, aber ja, 30 Megapixel, Kleinbild-Vollformat. Aber dann kam die EOS RP, die deutlich günstiger angeboten wird, auch Kleinbild-Vollformat. Statt 30, 26 Megapixel, im Prinzip sehr ähnlich zu einer EOS 6D Mark II, aber auch spiegellos. Also da unterscheiden sie sich, keine DSLR wie die 6D Mark II, sondern sie ähnelt der EOS R, daher auch das RP. Aber statt 30 hat sie 26 Megapixel,
Ja, ist ein bisschen anders vom Bedienkonzept. Da gibt es nicht so eine Touchbar wie einer EOS R, aber sie ist sehr angenehm, sie liegt sehr gut in der Hand und ja, sie kann nicht alles, aber vieles. Sie hat auch einen UHD-Videomodus und für Makrofans, wir haben sie ja hier dann vor allem auch in der Makro-Foto-Zeitschrift deswegen vorgestellt, weil sie Focus Bracketing kann, also kamerainterne Schärfenreihe, die erste Kamera, die offiziell bei Canon eine Focus Bracketing Funktion hat, ist die EOS RP. Ja, und das macht sie besonders spannend. Das ist natürlich die Frage, wie gut ist das? Wie schnell ist der Modus? Wie sieht's aus mit einem Rolling Shutter? Ja, und da stellen wir sie dann etwas näher vor und gehen eben auf diese Funktion drauf ein. Auf jeden Fall so oder so eine sehr spannende, interessante Kamera. Mittlerweile gibt's schon zwei weitere Modelle, die werden wir dann aber erst in Ausgabe Nummer 10 vorstellen, nämlich die EOS M6 Mark II und die EOS 90D. Die haben auch beide kamerainternes Focus Bracketing. Da macht Canon also weiter. Und ja, da gehen wir dann eine Ausgabe später drauf ein. Aber jetzt sind wir hier bei der EOS RP. Ja, sehr gute, grundsolide Bildqualität. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht es mit der RAW-Dynamik zum Beispiel aus? Ist sie denn besser als zum Beispiel an der 6D Mark II? Da ist Canon so ein bisschen zurückgerudert. Zwischendurch hat Canon die RAW-Dynamik verbessert gehabt. Durch Onboard AD-Wandler an der 5D Mark IV oder 1DX Mark II, da hat Canon seinen Nachteil zu Nikon und Sony etwas aufgeholt, kam nicht ganz ran, aber fast, hat so den Nachteil von anderthalb auf rund eine halbe Blendenstufe minimiert in den ISO-Basiswerten in tiefdunklen Bildbereichen beim Auffällen. RAW mit Adobe Camera RAW ausprobiert, Schatten auffällen bei sehr dunklen Bildbereichen. Das rauschte vorher ja deutlich stärker als bei Sony oder Nikon. Nikon bezieht seine Sensoren in der Regel auch von Sony, also das kommt dann von Sony. Da waren diese Sony-Sensoren eigentlich ja immer spürbar vorne und Canon hat den Nachteil aufgeholt. Aber bei einigen Modellen ist das dann wieder zurückgefallen aufs alte Niveau, nämlich an der EOS 6D Mark II gab es einen Rückschritt. Und ja, wie ist das mit der EOS RP? Fragezeichen. Das beantworten wir hier in der Makrowelt Ausgabe Nummer 9 zur Canon EOS RP. Aber wir gehen natürlich auch dann vor allem auf die Focus Bracketing Funktion drauf ein. Ja, und dann haben wir das nächste Naturfoto-Makro-Thema. Da geht es um Raubfliegen, Jäger der Lüfte. Olaf, Raubfliegen, Jäger der Lüfte. Das ist dein Thema, das hast du verfasst. Was hat es damit auf sich? Bist du mit den Raubfliegen mitgeflogen? Na, die fliegen mit uns mit. Also wir treffen die auf unseren Makrofototouren häufig. Es ist also eine kleine Fliegenfamilie, die alle räuberisch sind. Andere Fliegen sind auch räuberisch. Die Dungfliegen, Tanzfliegen, sowas. Die können genau wie die Raubfliegen auch aus der Luft ihre Beute erbeuten. Andere kleine Fliegen. Aber in dieser Familie sind eben alle räuberisch und haben so ein paar gemeinsame Merkmale, unter anderem so ganz imposante Bärte. Und es ist eigentlich ein sehr schönes, spannendes Motiv. Die sind auch oft geduldige, weil sie so ein bisschen, die glauben auch, dass sie der Chef sind bei den Fliegen. Also wir haben da tolle Fotos machen können und die zeigen wir dann auch hier in der Makrowelt. Ja, die lassen sich manchmal gar nicht aus der Ruhe bringen, ne? Da hat man sehr viel Zeit, um sich sehr stark anzunähern. Da kann man teilweise auch extreme Vergrößerungen mal so nur auf die Augenpartie machen. Also die sind wirklich dankbar. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Kameratest. Also hier die dritte Kamera mit einem satten, umfangreichen Kameratest ist die Fujifilm X-T30. Ja, Fujifilm ist auch eingestiegen ins Thema Focus Bracketing, kamerainterne automatische Schärfenreihe, Schärfenverlagerung. Und dann verrechnet man das ja später normalerweise extern an einem Stacker-Programm, Focus-Stacking-Programm. Wir nutzen da gerne Helikon Focus.
Aber es gibt weitere Lösungen, zum Beispiel Serene, Stacker, Photoshop hat auch eine interne Funktion. Es gibt noch weitere Programme, wo man das dann verrechnen kann. Aber die Aufnahme, die muss man ja erstmal machen. Und das ist natürlich besonders komfortabel, wenn die Kamera intern eine Automatik hat. Das nennt sich dann Focus Bracketing. Und die Fujifilm X-T30 ist dazu in der Lage. Bei Fujifilm gibt es noch ein paar andere Modelle. X-T3 kann das zum Beispiel oder X-Pro1 nach Firmware-Update, aber die X-T30 kann das auch und das ist ja eins der wichtigen Kriterien, wo sie dann für uns, für die Makrofotografie besonders interessant wird und deswegen haben wir sie hier auch näher untersucht, aber wir stellen sie natürlich auch rundherum vor, aber gehen dann eben auch auf die Focus Bracketing Funktion ein, wie schnell ist sie, wie gut ist sie in der Praxis, macht es Spaß damit umzugehen, wie groß ist der Puffer, muss man lange warten oder wird man ausgebremst, ja. Das ist eine Kamera mit APS-C-Sensor und die hat noch ein paar weitere schöne Funktionen. Fotofilter, also sehr schöne Farbdarstellung hat sie. Sie hat einen sehr schnellen Focus Bracketing, sondern AEB-Modus. Also man kann automatische Reihenbelichtung auch durchführen. Also eine Reihenbelichtung über, wo man das Licht shiftet. Da kann man dann später HDR-Aufnahmen verrechnen. Da ist sie auch sehr schnell. Das kann man geräuschlos machen. Ja, wie ist der Rolling Shutter? Das ist natürlich auch die Frage. Da kommt dann noch ein voll elektronischer Verschluss zur Anwendung. Taugt der was oder ist der vielleicht problematisch? All das hier in der Ausgabe Nummer 9 zur Fujifilm X-T30. Ja, dann kommen wir zu unserem Hauptthema vom Titelbild Jenseits von 1:1. Ja, Jenseits von 1:1. Wir haben da ja schon etwas anmoderiert. Da geht es um den sogenannten Abbildungsmaßstab, der oberhalb von 1:1 dann höhere Vergrößerung ermöglicht. Abbildungsmaßstab bezieht sich immer auf die Sensorgröße, dann auf die Diagonale oder lässt sich leicht erklären. Im Kleinbild Vollformat haben wir ja 36 mm Sensorbreite und wenn man ein Motivformat füllend in dieser Breite mit 36 mm aufnehmen kann, dann spricht man vom Abbildungsmaßstab von 1:1 und da gibt es klassische dedizierte Makroobjektive, die dieses Prädikat und die Funktion bieten. Die nennen sich dann Makroobjektive 1:1 oder 1x. Das bezieht sich dann auf den Abbildungsmaßstab. Da kann man dann so dicht heranrücken, dass man eben ein Motiv am Kleinbildsensor mit 36 mm Breite formatfüllend erfassen kann. Olaf, 36 mm. Was wäre das für ein Motiv? Fällt dir da irgendwas ein, wo du das ausreizen könntest oder wo das passend wäre? Ja, bei einer großen Hummel oder einem größeren Käfer. Also kleine Insekten fallen da schon nicht mehr rein. Das sind dann schon richtig große Bomber eigentlich. Ja, genau. Aber man muss natürlich ja nicht immer das ausreizen. Man kann natürlich aus größerer Entfernung dann größere Motive erfassen. Aber ja, wenn man noch kleinere Motive hat, zum Beispiel die Wasserkugelspringer hatten wir ja gerade angesprochen oder vielleicht Ameisen oder man möchte Details herausarbeiten, weil man ein Motiv hat, das dann lange genug ruhig ist oder man mit anderer Lichttechnik arbeitet, dann möchte man dann möglicherweise höhere Vergrößerungen nutzen und dann ja kommt man an einem 1:1 Makro am Kleinbild-Vollformat-Sensor dann ohne Hilfsmittel nicht weiter. Man kann sich aber behelfen oder man nutzt eine Kamera mit einem kleineren Sensor, wenn das Makroobjektiv die Angabe 1:1 bezieht sich auf den Sensor und wenn wir einen kleineren Sensor haben, dann ja, kann man formatfüllend auch ein kleineres Motiv abbilden. APS-C hat dann so eine Breite so zwischen 22 und 23,5 mm. Die könnte man mit dem 1:1 Makro auch formatfüllend ablichten. Oder Micro Four Thirds hat dann eine Breite von 17 mm, also Faktor 2 ungefähr von Vollformat. Da hat man also die Hälfte kleiner kann das Motiv sein, 17 mm statt 36.
da hat man dann natürlich schon wieder mehr Potenzial. Aber wenn wir jetzt noch mehr Vergrößerungen wollen, ja, da gibt es natürlich verschiedene Lösungen. Wir nutzen, beziehungsweise Olaf, du arbeitest ja auch in diesem Bereich häufiger. Was ist so deine Lieblingslösung, um noch höhere Vergrößerungen zu nutzen? Also ich habe sehr oft eine Raynox-Nahlinse an einem Teleobjektiv im Einsatz. Alternativ auch eine Festbrennweite mit Zwischenringen und Nahlinse oder zwei Nahlinsen hintereinander. Also das sind so die zwei Hauptmittel, die ich nutze, Nahlinsen und Zwischenringe, um höhere Abbildungsmaßstäbe draußen zumindest zu erreichen. Ja, genau. Und ich nutze gerne ein normales, dediziertes Makroobjektiv. Sehr gerne habe ich ein 60er Makro von Olympus, M-Zirko 60 2,8 Makro. Und wenn ich dann den Abbildungsmaßstab oberhalb von 1:1 nutzen will, dann gehe ich genauso wie Olaf vor. Dann nutze ich gerne eine Nahlinse, eine Raynox-Nahlinse. Sehr oft nutze ich dann eine DCR 250 per Snap, einfach vorne eingeschnappt. Oder wenn ich noch mehr möchte, dann nutze ich Zwischenringe. Da gibt es Automatik-Zwischenringe von JJC. Gar nicht so teuer und relativ schlank für Micro Four Thirds. Und das kombiniere ich dann beides, also Zwischenringe und Nahlinse. Und erstaunlicherweise gibt es das Phänomen, dass die Abbildungsleistung sogar steigt, wenn man beides kombiniert. Also wenn man jetzt nur die Zwischenringe benutzt, hat man ja auch schon etwas höheren Abbildungsmaßstab, als wenn man das nicht macht. Aber die Abbildungsleistung steigt, wenn man das nochmal mit einer Nahlinse kombiniert. Also solche Phänomene hat man auch, was ein bisschen überraschend ist, weil normalerweise nimmt man ja an, die Abbildungsleistung sinkt tendenziell mit einer höheren Vergrößerung. Das ist aber nicht unbedingt so und da gibt es Ausnahmen. Und wir untersuchen hier in einer großen Referenz anhand von Mohnsamen, wir zeigen aber auch andere Beispiele, wie man jetzt in diese Extremvergrößerung vordringen kann und mit welchen Kombinationen. Also wir zeigen klassisches Makro, aber dann kommen die Nahlinsen da drauf, dann kommen verschiedene Nahlinsen. Da gibt es nicht nur diese DCR 250 von Raynox, da gibt es auch eine MSN 202 zum Beispiel. Es gibt auch noch stärkere Nahlinsen oder auch schwächere DCR 150. Das untersuchen wir, aber wir zeigen auch Kombination. Wie ist das mit Zwischenringen? Nur Zwischenringe, Kombination, Nahlinse und Zwischenringe. Aber es gibt noch andere Objektive, zum Beispiel Lupen- und Mikroskopobjektive. Lupenobjektive, auch sehr interessant. Ja, da gibt es ja das bekannte MPE 65 von Canon. Aber es gibt noch andere Lupenobjektive von Laowa zum Beispiel. Und ja, Mikroskopobjektive, Olaf. Da bist du ja auch Spezi ein bisschen. Was nutzt du da gerne? Ja, ich bin Fan von den Mitutoyo-Objektiven, wobei man sagen muss, also ich hatte sehr großes Glück, bei eBay gute Exemplare für einen anständigen Preis zu bekommen. Ansonsten ja, gibt es da auch einfachere Objektive, haben wir ja auch im Shop, die auch schon eine gute Abbildungsleistung haben. Aber also von denen bin ich dann mal ein bisschen begeistert und Fan, muss ich sagen, die sind toll. Ja, also Mikroskopobjektive, Mitutoyo ist die obere Luxusklasse, die nutze ich auch sehr gerne, aber es gibt auch kostengünstige Alternativen, die auch eine sehr gute Leistung bringen. Und ja, aber wir stellen jetzt hier in einer großen Referenz auch viele, na, ich sag mal so Standard-Zooms vor und zeigen, wie sieht's aus, ja, mit vor allem Nahlinsenkombinationen, auch Altgläser, Olaf, Altgläser, das ist ja auch so ein Thema, wo man immer mal eine angenehme Überraschung hat, aber auch mal Pech haben kann, ne? Ja, das ist ein bisschen Glücksspiel. Also da gibt's dann auch, selbst wenn man dann Informationen findet im Internet, gibt's ja Altglas-Fans, die sich auch sehr viel Mühe geben. Manchmal so viel Varianten von einem Objektiv, dass man dann doch nicht eine gute hat. Oder ich habe halt auch Sachen ausprobiert, wie mal eine Nahlinse an einem Altglas. Also meine ersten 3:1 Makros habe ich also mit einem Minolta 135 mm Festbrennweite gemacht, einer ganz alten, und habe da diese MSN 202 Nahlinse dran. Da hatte ich ein bisschen mit chromatischen Aberrationen zu kämpfen, aber konnte schon einige Bilder machen. Davon sind sogar einige in der Makrowelt gelandet, glaube ich.
Ja, also da kann man Glück haben oder man hat vielleicht auch Pech, je nachdem. Wie auch immer, eine umfangreiche Referenz finden Sie zu diesem Thema Kombination, um jenseits von 1 zu 1 höhere Vergrößerung zu erzielen und zu erzeugen. Da finden Sie in dieser Ausgabe Nummer 9 eine riesige umfangreiche Referenz, wo wir dann auch verschiedene Blendenstufen untersuchen, den Abbildungsmaßstab dokumentieren und 100% Auflösung im Zentrum, erweiterte Zentrum und im Randbereich dann zeigen. Ja, und dann steigen wir auf ein weiteres Studio-Naturfoto-Thema ein. Da geht es um Mineralien fotografieren. Ja, jetzt so in der dunklen Jahreszeit. Wir sind zwar jetzt draußen, heute haben wir mal noch einen einigermaßen angenehmen Tag erwischt, aber ich sag mal so, im Winter ist es natürlich auch schön, wenn man vielleicht ein bisschen Zeit und Muße hat. Im Studio zu Hause, vielleicht im Lichtzelt oder wo auch immer. Wenn man das mag und Lust hat, kleine Schmuckstücke oder Mineralien zu fotografieren, du hast es dir jedenfalls angeguckt, Olaf, Mineralien fotografieren, hat dir das Spaß gemacht? Ja, das ist für mich ein Thema. Das kommt aber auch ein bisschen aus meiner Kindheit. Da haben mich meine Eltern ein bisschen angesteckt mit Mineralien und Fossilien sammeln. Und dann bin ich halt darauf gestoßen, dass da einige Experten unterwegs sind, die da ganz hohe Vergrößerungen anwenden und ganz neue Welten auch zeigen, was mir gar nicht so klar war. Man kennt diese schönen großen Stücke, die großen Drusen, aber da gibt es eben auch sehr kleine Gebilde, die auch ganz faszinierend sind. Und da bin ich jetzt so ein bisschen mehr drin eingestiegen und ist für mich auch ein schönes Winterthema. Ja, und du zeigst hier auch, wie es funktioniert. Was ist denn das Wichtige, Olaf, bei den Mineralien? Gibt es da irgendwas Besonderes für die Makrofotografie? Wie sieht es mit dem Licht aus? Ja, die haben das Problem, die Mineralien, dass sie oft spiegelnde Flächen haben oder so kleine Spitzlichteffekte irgendwo erzeugen. Und da braucht man eben ganz sanfte Lichtlösungen. Da gibt es verschiedene Ansätze, die wir dann auch vorstellen, wie man eben zu einem wirklich sanften Licht kommt, um die schön abzubilden, aber dann auch wieder vielleicht ein Akzentlicht zu setzen, dass das nicht so ganz einseitig ist, sondern dass man trotz des sanften Grundlichts dann eben auch noch mit einem kleinen Gegenlicht oder einem Akzent arbeiten kann. Ja, also weiches Licht akzentuiert, das ist unter anderem wichtig und nützlich bei Mineralien, bei der Mineralienmakrofotografie. Und Olaf zeigt hier mit beeindruckenden Ergebnissen, wie ich finde, wie es funktionieren kann. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Da geht es um Gigapixel Makro 2.0 als kleine Subüberschrift. Das ist also Gigapixel Makros. Da haben wir ja schon zwei Vorgängerreports in Vorgänger-Makrowelten vorgestellt. Da geht es eigentlich eher um Makropanoramen, die man stackt, also abschnittsweise durchstacken und das Ganze als Makropanorama kombinieren. Das ist ja, wenn man ein runes Motiv zu Hause aufnimmt, Stichwort Mineralien, was du gerade gemacht hast, das kann man da sicherlich unkomplizierter machen. Aber wenn man das jetzt draußen bei einem Motiv, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist, versucht anzuwenden und sagt, Mann, jetzt mache ich mal ein schönes Makropanorama und stack das noch durch, dann kann das schwierig werden, weil man da nicht so viel Zeit hat, weil dann vielleicht das Motiv sich zwischendurch dann vielleicht doch bewegt. Und da kann man aber mit speziellen Strategien rangehen und zum Beispiel nur das Bildwichtigste, die Augenpartie, hochvergrößert zum Beispiel aufnehmen und dann das Ganze vielleicht einbetten später in ein Übersichtsstack, wo man das vielleicht die ganze Umgebung noch mit aufgenommen hat, in einen einzigen Stack. Wie das funktioniert, da sind wir schon auch in Vorgänger-Makrowelten drauf eingegangen. Aber das ist dieses Thema, wo man eine extrem hochvergrößerte Auflösung erzeugen kann und dann später natürlich einen entsprechend großen, großformatigen Druck anfertigen kann. Da kann man dann Bilder
Ja, je nachdem, wie hoch aufgelöst das dann ist, aber in 2 Meter, fast in 3 Meter Breite ausdrucken lassen. Da gibt es ja auch Online-Ausbelichter, also so Print-Service, wo man das dann beauftragen kann. Haben wir auch schon gemacht und haben diese riesigen Bilder uns ausdrucken lassen. Und wenn man das machen möchte, ist natürlich die Frage, welches Druckmaterial wählt man? Druckt man das jetzt als klassisches Poster aus oder soll man ein anderes Material nehmen, Alu zum Beispiel oder auf Leinwand? Welche Nebenwirkungen hat das? Man kann auch Backlight-Folie zum Beispiel in einem Lichtkasten überlegen oder einfach an ein Fenster hängen. Wenn das von draußen reinscheint, dann leuchtet das. Das ist zum Beispiel auch eine Idee. Wie macht man die Aufhängung? Wie kriegt man das dann an die Wand, wenn man das jetzt ungerahmt zum Beispiel bestellt? Wie macht man das mit einem Poster? Oder wie macht man das bei anderen, beim Alu-D-Bond? Wie kann man das dann an die Wand hängen? Das ist die Frage, die wir hier besprechen und zeigen, welches Printmaterial lohnt sich, wie ist das Angebot, mit welchen Preisen muss man rechnen und wie bereitet man den Druck vor, wie macht man das in Photoshop, dass man sagt, ja, jetzt weiß man, was gibt's denn für ein Angebot, man kriegt ja nicht alle Größen, da muss man sich ja ein bisschen drauf einstellen und gucken, was wird angeboten, in welchem Größenformat und dann sollte man die Bilddatei entsprechend vorbereiten mit DPI-Einstellungen und der entsprechenden Dateigröße. Wie funktioniert das? Das zeigen wir ganz genau und besprechen dann auch, was uns begeistert und ja, welche Printmaterialien wir empfehlen und zeigen das hier in diesem Report. Und dann geht es weiter mit einer Flächenleuchte, mit einer mobilen Flächenleuchte. Die hast du dir angeguckt, Olaf, von Nangwang RGB 66 heißt die. Was gibt's zu der zu sagen? Hat sie dich angesprochen? Ja, ich bin so ein bisschen Flächenleuchten-Fan. Auch von diesem indirekten Licht, was die hat. Also es ist so ein bestimmter Modus, da sind LEDs nur im Rahmen von der Lampe, die dann von hinten gegen so ein Mesh-Gitter strahlen. Das gibt also ein super sanftes Licht, das habe ich sehr gerne dabei. Die hat noch mehr Features, unter anderem auch diese RGB-Lampen, da kommt der Name her. Da kann man dann, ich weiß nicht, wofür man es im Studio brauchen kann, also aber ich draußen kann damit nichts anfangen. Trotzdem hat die mir sehr viel Spaß gemacht, weil eben ja dieses mit den 2 Lichttemperaturen, der Dimmbarkeit und eben auch diesem indirekten Modus sehr schön ist, auch um Pilze zu beleuchten. Und wir hatten halt ein ganz tolles Pilzjahr. Da haben wir gesagt, wir wollen noch mal ein paar Pilzmotive reinnehmen und dann habe ich das halt mal kombiniert. Ja, Pilze und ein weiches Flächenlicht und die Nangwang RGB 66. Ja, dieses RGB-Licht, da haben wir uns natürlich überlegt, die hat so Farbleuchten noch drin, ne? Blau und Rot. Für uns ist das nichts. Vielleicht fällt uns noch mal eine Idee ein. Man könnte natürlich ja über eine Mehrfachbelichtung vielleicht da auch gewisse Farbeffekte erzielen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Hauptintention dann bei kreativeren Videofilmern liegen könnte, die dann so, ich sag mal, so Disco-Effekte erzielen wollen oder ja. Das wird sich sicherlich auch lohnen, wenn man einfach so ein paar Kreativeffekte schnell, unkompliziert mit der Flächenleuchte erzielen will. Aber ja, dieses indirekte Licht, was dann da im Rahmen vermeidet, dass da Lichtpunkte entstehen. Lichtpunkte können natürlich entstehen, wenn so einzelne LEDs durchscheinen, als Reflexion in feuchteren Augen. Ne? Wir haben das ja bei Springspinnen zum Beispiel auch mal gehabt. Dann haben wir auch ja eine Ringleuchte oder eine Flächenleuchte habe ich dann da benutzt, die einfach normale LEDs, die waren zwar hinter dem Diffusor, aber der kann das nicht vollständig abfangen, da hat man immer noch diese Lichtpunkte und das sieht man natürlich, wenn es reflektiert, aber über diese Mesh-Gitter-Rahmen indirekte Beleuchtung, dieser Modus, der da geboten wird, der vermeidet das, weil das dann ja rückreflektiert wird, einfach nur aus dem Rahmen, da gibt es also keine Lichtpunkte und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, was du beackert hast, nämlich zu motorisierten Makroschlitten. Motorisierte Makroschlitten haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Ist interessant, wenn man Schärfenreihen dann auch automatisiert aufnehmen möchte bei Objektiven, die keinen Autofokusmotor bieten.
Das ist ja meistens dann bei hochvergrößerten Lupenobjektiven oder Mikroskopobjektiven oder anderen Lösungen, manuelle Objektive, die man hochgerüstet hat, auch zum Beispiel mit einem Balgen, wenn das nicht elektrifiziert ist, dann überlegt man sich, da vielleicht eine elektrifizierte Lösung einzusetzen. Und da hast du dir, Olaf, Makroschlitten elektrifizierte angeguckt. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Gibt's schöne Makroschlitten in dem Bereich? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt, ich habe das in so drei verschiedene Anwendungsbereiche mal aufgeteilt. Und dann ein bisschen praxisorientiert aufgezeigt, wie man da arbeitet und welchen man da nutzt. Also je nachdem, ob man jetzt nach draußen geht, so im Outdoor-Bereich oder im Indoor-Bereich, sind dann halt auch andere Geräte sinnvoll. Und es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten. Das ist halt so ein vernetztes Arbeiten, meist mit einem Computer, einem Steuergerät, einem Tablet, der Kamera und dem Motorschlitten. Und man kann dann halt rein manuelle Objektive einsetzen. Die brauchen keinen Fokusmotor mehr und man kann trotzdem dieses Bracketing durchführen. Ja, aber man sollte es nicht unterschätzen, wenn man jetzt draußen mal eben schnell ein Motiv einfangen will und sagt, Mensch, jetzt nehme ich mal meinen Makroschlitten. Wir haben das ja auch auf unserer letzten Waldfoto-Makrotour gesehen im Bayerischen Wald. Da hatten wir jetzt keinen elektrifizierten Makroschlitten, aber einer der Teilnehmer, der hatte sich ganz neu eingekauft und hatte dann so seine kleineren Schwierigkeiten da im Einsatz. Also man braucht da schon ein bisschen Routine und sollte nicht unterschätzen, wenn man jetzt sehr hohe Vergrößerungen im Naturbereich einsetzt, da kommt es noch ein bisschen mehr drauf an. Da geht es dann auch darum, das Motiv kann sehr abstrakt werden bei sehr hohen Vergrößerungen. Ich sag mal, wenn man jetzt mit 10-fach Vergrößerung rumhantiert, dann wird es teilweise auch schwierig, das Motiv dann überhaupt auszurichten. Also das darf man nicht unterschätzen, aber man hat natürlich Motive. Olaf hat das jetzt bei der Flächenleuchte auch gerade hier noch gezeigt, bei Pilzen. Die laufen einem nicht weg, da hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit und da hat man ja auch manchmal so Mini-Pilze oder Schleimpilze, da bist du ja auch ein Fan von. Da lohnt es sich ja natürlich auch, diese hohen Vergrößerungen mal einzusetzen. Ne? Ja, gerade bei Schleimpilzen, das ist auch so ein Motiv, wo die Kapseln oft 1-2 Millimeter groß sind. Und da kann man dann eben mal eine einzelne Kapsel formatfüllend ablichten. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Da erschließen sich so ein bisschen neue Welten wieder. Genau. Das haben wir ja auch hier als Referenz. 1 Millimeter, die Mohnsamen, die wir hier haben, die sind nämlich 1 Millimeter groß. Die sind so dankbar, weil da kann man dann sehr viel ableiten. Ja, und Olaf sagt gerade, hier so einzelne Kapseln von Schleimpilzen haben dann auch so diese Größe. Also da kann man dann auch in der Referenz gucken, welche Größe kann man dann erwarten, mit welcher Kombination. Ja, und Motorschlitten ist da natürlich auch besonders spannend. Und das haben wir deswegen auch hier in dieser Makroweltausgabe Nummer 9 aufgegriffen. Und dann sind wir hier auch schon ans Ende gekommen und machen einen Ausblick auf die Ausgabe Nummer 10. Ja, Ausgabe Nummer 10, Terraristik. Da geht es auch so ein bisschen um Makrofotografie daheim. Terraristik. Tja, Olaf, wir haben da ja schon einige Besucher bei uns im Studio. Da werden wir so ein bisschen drüber berichten, wie man da fotografiert und mit Licht vorgeht im Makrobereich und auch stacken kann. Und wir haben natürlich unter anderem auch einige Kameras wieder dabei, zum Beispiel die EOS 90D. Wir gehen auf die Makropraxis ein mit einer Nikon Z6, auch ein bisschen auf Adapterlösungen. Da gibt es jetzt auch Adapter, um zum Beispiel Sony E-Mount Objektive zu adaptieren, Automatikadapter. Und es gibt jetzt auch Automatikadapter, um Canon EF Objektive an der Nikon Z6 oder Z7 zu adaptieren. Und da zeigen wir auch ein bisschen, wie das funktioniert,
wie gut es funktioniert, ob das Focus Bracketing, die hat das nämlich auch, ob das damit auch funktioniert und wie der Autofokus arbeitet. Und wir haben dann die EOS M6 Mark II, spiegelloses, nicht Vollformat, APS-C-Format, 32 Megapixel, Focus Bracketing inklusive und die 90D das gleiche. Das ist allerdings eine DSLR, hat aber auch Focus Bracketing. Die stellen wir in ausführlichem Test vor und da geht es natürlich auch um diese automatische Schärfenreihenfunktion und viele weitere Themen. Aber die Ausgabe Nummer 10, das dauert noch ein Momentchen, bis sie da ist. Jetzt haben wir die Ausgabe Nummer 9 und das Thema ist jenseits von 1:1. Und ja, wir wünschen Ihnen und euch natürlich eine angenehme Weihnachts- und Feierzeit und natürlich auch eine angenehme Zeit, um ins neue Jahr zu kommen. Und ja, wir bleiben am Ball. Wir halten Sie und euch natürlich auf dem Laufenden, aber wünschen euch natürlich ja viel Spaß und auch spannende Fototage, weil so Feiertage sind natürlich auch immer angenehm und bieten sich auch an. Man kann natürlich dann Familien- und Freundesbilder machen und ja von den Feiern. Und man kann natürlich aber auch Makros machen über die Feiertage. Olaf, bist du da auch bei, um weiter zu fotografieren? Ja, mich nerven die Feiertage auch schnell mal und dann flüchte ich auch gerne mal in den Wald und guck mal auch im Dezember noch nach den Winterpilzen ein bisschen, um da mal den Kopf wieder frei zu kriegen. Genau, also machen Sie sich frei. Die Frau und Mutter ist am Schmücken von dem Weihnachtstannenbaum. Vielleicht die Kinder sind schon ungeduldig, scharren. Aber der Herr der Schöpfung wird nach außen geschickt, weil der nervt nur. Und da kann man natürlich fotografieren. Es kann aber auch genau umgekehrt sein. Und ja, die Männer sind am wie auch immer, was sie auch immer machen sollen. Und die Frau ist am Fotografieren, weil die Zeit hat. Oder man fotografiert auch einfach mal, was da auf dem Tisch gedeckt ist. Den Kuchen oder das Festmahl, was auch immer auf den Tisch kommt. Das lohnt sich auch auf jeden Fall, weil das ist dann, das genießt man und da freut man sich drauf. Und da kann man ja vielleicht auch mal kurz ein Foto machen und freut sich vielleicht hinterher oder zeigt es Bekannten, was ist Leckeres zu Weihnachten oder zu den Festtagen. Oder auch zu Silvester dann auf den Tisch gekommen ist. So viel im Moment hier aber zur Ausgabe Nummer 9 jenseits von 1:1. Machen Sie es gut, macht's gut und bis bald.